Willkommen zurück hier bei Pro Evolution Soccer 2010 bei Mikfin LP. Ja, wir spielen weiter hier bei in unserer Meisterliga mit der Spielvereinigung Mikfin. Und ja, nachdem ja gestern bei der Aufnahme das mit dem Ton nicht so ganz geklappt hat, mache ich das heute mal ein bisschen besser. Und ja, ich denke mal, mich wird man auch hören. Ja, wir hatten ja das erste Spiel 2-1 gewonnen, nach zwei schönen Toren von Gerd Müller. Und ja, ich denke mal, dann gehen wir auch gleich zum nächsten Spiel im spanischen Pokal heute. Ja, also ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Wie man hier sieht, die Nummern sind jetzt anders. Ich habe jetzt, wenn jetzt zum Beispiel beim schwarzen Trikot habe ich goldene Zahlen, beim goldenen Trikot schwarze Zahlen. Und ja, dann fangen wir auch gleich mal an. Aufstellung, wie sonst auch immer. Gerd Müller und so. Aber ich muss hier nochmal kurz was ändern. Andi Bremer raus und Paul Breitner raus. Ja, gut. Oh, Gerd Müller sollten wir vielleicht auch rausnehmen und dafür Ronaldo rein. Ja, ich denke mal, so lassen wir das. Ja, ja, wir spielen auswärts im spanischen Pokal. Ich denke mal, das dürften wir gewinnen. Und ja. Ja, sagt mal, wer ist eigentlich euer Lieblingsspieler von den ganzen? Also mein Lieblingsspieler ist natürlich Uwe Seeler als HSV-Fan und Suwe muss sein. Und ja, also schreibt gerne in die Kommentare, wer euer Lieblingsspieler hier ist. Natürlich nicht schlecht. Gerd Müller oder Ronaldo, Legenden. Ja, ich denke mal, dann fangen wir auch gleich mal an, ne? Ups, ja, das fing ja gleich gut an. Oh, hier bin ich. Komm, ja, schön, Lothar Matthäus hier. Jetzt Ronaldo. Ja. Ja, schade. Ronaldo, nicht schlecht. Inzwischen ein bisschen dick geworden. Ich habe ihn gesehen beim All-Star-Spiel in Hamburg mit Zinedine Zidane und wer waren da noch? Didier Drogba und... Ach, schade. Naja, ein bisschen verzogen der Schuss gerade. Nee, aber da habe ich ihn so gesehen und der ist ein bisschen pummelig geworden. Und hat auch inzwischen ein paar mehr Haare auf dem Kopf. Ja, das war dann der erste Versuch, ein Tor zu schießen von uns. Ja, schöner Abstoß hier. Da kommt jetzt Berti Vogt. Ach, schön. Ach, das macht endlich mal wieder Spaß, schön Fußball zu spielen hier. Ich habe ja jahrelang im Verein Fußball gespielt, dann hatte ich aber irgendwann keine Lust mehr. Hab dann aufgehört und ja, jetzt spiele ich Faustball. Wenn ich weiß, was Faustball ist, ich denke mal, ich werde irgendwie einen Link in die Beschreibung mit reinpacken. Irgendwie, keine Ahnung, zur offiziellen Seite. Keine Ahnung, mal gucken. Ah, Entschuldigung, ich habe gerade was im Hals. Ja. Von welchem Verein seid ihr denn so Fan? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Ja. Und was glaubt ihr, wer wird 2014 Weltmeister? Also ich glaube ja, die Spanier, da geht langsam die goldene Generation, geht langsam so den Bach runter. Und ich glaube, diesmal kann Deutschland wirklich Weltmeister werden. Ich bin mir nicht sicher, aber Deutschland hat sehr gute Chancen. Ich hoffe es natürlich auch, dass Deutschland Weltmeister wird. Ah, schade. Ja. Deutschland hätte es auch verdient, mal wieder Weltmeister zu werden. Die spielen so gut seit Jahren. Und ja, was werden wir? Wir werden immer Zweiter oder Dritter. Das ist nicht gerade das, was wir uns erhoffen. Oh, was war das denn? Du hättest doch... Ah ja, toll. So geht der Angriff mal schnell in die Hose. So, Vogt jetzt. Oh, Fehlpass natürlich. Schön. Und in die Grätsche. So. Ja, guckt natürlich auch unsere anderen Let's Plays. So zum Beispiel World of Tanks.
macht auch sehr Spaß, vor allem mit Finny, dem Bekloppten da, der, ja, der hat auch immer so ein Schwein mit seinen Panzern. Schießt irgendwo ins Nirgendwo und trifft zufällig oder wird nie abgeschossen. Ich habe einen stärkeren Panzer und was passiert? Der marschiert da durch. Den ganzen Schweren lässt er natürlich stehen. Huch, was war das denn jetzt? Falsche Taste gedrückt. Ja, was war das denn jetzt? Was hat der denn gepfiffen? Hat der irgendwas genommen? Ach, Abseits. Ja, klar, was auch sonst. Irgendwie komischerweise. Ich glaube, der erfindet eine Abseitsregel immer wieder neu, wenn wir am Ball sind. Ja. Ja. So, dann geht's ja auch schon weiter. Im Moment sieht's nicht sehr gut aus, wobei jetzt Pelé mit der Balleroberung, Ronaldo immer wieder über die gleiche Seite. So spiele ich auch schon irgendwie seit Wochen. Und, ah, schön, ah, zu klein. Aber, Moment, er ist noch am Ball, er ist noch am Ball. So, Rivera jetzt, vielleicht macht er es ja mal besser. So, jetzt rein und, ah, da steht ein Gegner. Oh, das war eng, das hätte noch fast ein Tor gegeben. So, Kals jetzt, hier schön und, zu klein. Oh, Finny, ah, schade. Ach, da hat er mal eine gute Chance und dann macht er sie nicht. Ja, schön Kopfball, aber leider nichts geworden. So, auch noch eine zweite Ecke, gut zu wissen. Ja. Was glaubt ihr, auf welchem Platz landen wir am Ende der Saison hier bei in unserer Meisterliga? Also ich glaube ja, ganz persönlich, wir schaffen das unter die ersten 10. Könnt vielleicht auch unter die ersten 5 kommen. Aber dass wir gleich Erster werden, glaube ich nicht. Wie weit, glaubt ihr, kommen wir im Pokal? Also bis jetzt müssen wir in die Verlängerung. Ach ja, stimmt. Das ist ja spanischer Pokal hier. Fällt mir jetzt gerade erst ein. Kals. Ja, komm. Ah. Oh, und ah. Schade. Aber wenigstens Einwurf. Ja, war mein Kopf zu schnell für meine Finger. Und dann hat's... Ah, Uwe Seeler. Ah, schade. Ja, wobei Pele, jetzt Uwe Seeler. Hier, komm. Ah, schade. Ein Gewusel hinten im Strafraum. Unglaublich. Ja, ich denke mal, die Folgen werden so... Ich habe mich noch nicht auf eine genaue Uhrzeit festgelegt. Ich denke mal aber so zwischen 17 und 18 Uhr wird immer die PES-Folge rauskommen. Denke ich mal. Mal gucken. Muss auch gucken, dass es klappt, weil mein PC ist nicht gerade der beste. Wobei, das wundert mich, dass er deswegen PES eigentlich einigermaßen gut aufnimmt. Dass ich das sogar noch flüssig spielen kann und dass die Aufnahme noch einigermaßen flüssig ist. Wundert mich, aber ja. Ronaldo, ach schade. Wundert mich, aber ja, spätestens nächstes Jahr im April habe ich einen besseren PC. Spätestens, also daher. Dann werden die Let's Plays auch besser und ich denke mal, ich werde auch von anderen Spielen... Ups, falsche Taste. Werde auch von anderen Spielen Let's Plays machen, die auch ein bisschen mehr den PC fordern werden. Aber im Moment klappt das einfach nicht, weil mein PC hat einfach zu viele Probleme und ist einfach zu schlecht. Oh, jetzt geht's auch schon gleich in die Halbzeit und es steht immer noch 0-0. Ja, schade. Hätten wir doch Gerd Müller mit reinnehmen sollen, glaube ich. Wobei, weiß nicht. Ah, und da ist auch schon Halbzeit. Ich weiß nicht, ob ich jemanden auswechseln soll. Ne, ich glaube, erstmal spiele ich so weiter. Ach ja, jetzt haben wir ja auch Anstoß. Ist das ja alles noch viel besser. So, dann versuche ich das mal so, wie ich das sonst immer versuche. Irgendwie, wo ist ein Kals? Ach, der läuft da hinter mir irgendwo. So, reinflanken. Und da steht natürlich keiner. Jetzt kommt Kopfball. Ah, Kopfball. Und Finn. Ah, schade. Hat er zu lange gebraucht. Na, gib Ball. Ach, schade. Ja, gut, Uwe Seeler hier. Ein Taglio. Achso, wieso wechsle ich eigentlich nicht einen Spieler? Ja, und was meint ihr? Sollten wir einen dieser Spieler verkaufen? Oder sollen wir... Ja, oder sollen wir doch erstmal alle Spieler behalten und diese Legendenmannschaft zusammenhalten? Und, ach, schade, wieder zu kurz. Oh, den hat er noch bekommen? Nicht schlecht. Uwe Seeler, ach, schade. Na, wird schon besser hier, unser Angriffsspiel. Na, kommt bei mein Ball. Ronaldo, der bringt irgendwie noch nichts so. Ich glaube, ich wechsle gleich mal Zidane ein. Der bringt ein bisschen, der ist wenigstens auch groß und macht auch
ist auch bei Kopfbällen ganz gut. Da mit meinen Mini-Stürmern komme ich nicht sehr weit. Aber jetzt erstmal Uwe Seeler. Schön. Luder. Vielleicht macht er das jetzt mal besser mit der Flanke. Vielleicht steht da dann ja auch gleich einer, der die Flanke abnimmt. Und natürlich steht da keiner. Aber, Finny, komm. Ah, na. Einwurf, toll. Naja, nicht das, was ich mir erhofft habe, aber immerhin etwas. Ja. Geht's ja erstmal weiter. Oh, Mann. Wieso bin ich heute so schlecht? Gestern stand es, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt schon 2-1 für uns. Nach diesem Traumtor, aber. Naja. Oh, Seeler! Na, Donny, direkt auf den Keeper, Mann. Junge. So, hier erstmal Kopfball. Jetzt Ronaldo und Finn. Und, schade. Er müsste Ecke geben. Ja, wusste es doch. Komm, hoffentlich steht da jetzt mal ein Großer drin. Ach, natürlich nicht. Oh, komm. Warum bist du nicht dran? Also, jetzt geht's mir mal gerade auf den Sack. Ich wechsle jetzt mal einen anderen ein. Ronaldo raus und Zidane rein. Und, keine Ahnung. Zidane ist verletzt. Ach ja, scheiße. Zidane ist ja verletzt. Stimmt ja. Ah, hier habe ich ja noch mehr. Wer ist denn größer? Gerd Müller oder Rahn? Rahn ist größer. So, Helmut Rahn und Zidane wechseln. Und, oh, Finn muss raus. Und dafür nehmen wir Fritz Walter rein. Komm. Ja. Ach, Idiot, Zidane war ja verletzt. Stimmt, da war ja was. Na, dann wechseln die jetzt auch gleich aus. Kommt Finn raus. Jetzt haben wir endlich mal einen großen Stürmer da hinten drin. Ups. Oh, und, Rahn hier, komm. Ach, Junge, was war das denn jetzt hier? Ach, hier sein Teamkollege von 54. Schade. Komm. Ah! Nein! Ah, was war das denn jetzt hier? Hätt's durchlassen sollen. Ach, scheiße. Mann, ich habe keinen Bock auf Verlängerung. Da verliere ich immer denn. Wenn es in die Verlängerung geht, habe ich bis jetzt immer verloren. Ob bei FIFA, ob auf dem PC, ob auf der PSP, das ist scheißegal. Ich habe immer in der Verlängerung verloren. Oder spätestens im Elfmeterschießen. Oh, was war das denn jetzt hier? Schön. Hier, ein weiter. Genau. Und Rahn jetzt. Ah! Ja. Nein, abseits. Der hat gepfiffen. Nein, Tor. Schön. Matthäus, schönes Tor hier. So geht das. Ja, ich würde sagen, da stehen wir dann auch schon in der nächsten Runde. Ja, schön war der gespielt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass Lothar Matthäus ausgerechnet das Tor macht. Vor allem nach dem Spiel jetzt hier gerade, was da so los war. Vor allem, ich habe einen Pfiff gehört und habe gedacht, das wäre abseits. Naja, diesmal hat der Schiedsrichter für uns gepfiffen. So. Genau, sehe ich aus. So, weiterspielen. Ah, hier kommt. Mein Ball. Bleib stehen. Einer. Nee, ich habe jetzt auch keinen Bock zu grätschen. Es gibt nämlich nur Elfmeter und Karte. Ja. Genau, ich Idiot. Ich hätte... Oh, toll. Liegen wir einmal in Führung, ne? So, Rivera hier. So, komm, Fritz, weiter. Ah, schade. Hätte klappen können. Hat es aber leider nicht. So. Uwe Seeler. Oh, ein bisschen klein der Mann. Ja, mit 1,63 oder wie groß er auch ist, ist man auch nicht sehr groß. So, Helmut Rana kommt nicht mehr rein. Ah, jetzt. Ah, schade. Nein, was war das denn jetzt hier? Sag mal, hier jetzt nix. Hallo. Alter. Was soll das denn jetzt hier?
Nix da. Was soll das? Also eiskalt ausgedribbelt hier. Das geht ja mal wohl gar nicht jetzt. Alter, wir haben nur 10 Minuten Zeit. Jetzt muss ich hier mal auf... Schön, Ecke. Oh, das gibt's nicht. Immer steht da so ein Idiot vor mir. Das gibt's nicht, ey. Bleiben hier die anderen Spieler. Ja, komm! Es müsste Ecke geben. Oder? Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, Beckenbauer. Oh, schön. Ich dachte jetzt gerade, der marschiert jetzt durch. Ah, nein! Das gibt's doch nicht. Nein! Was war das denn? Das war so schön rausgespielt. Nein! Oh, nein, an die Unterlatte. Ich glaub's nicht. Nachspielzeit. Oh, nein, ey, das gibt's nicht. Ja, komm, nein! Oh, das gibt's doch nicht! Nein, Mann! Ah, scheiße! Ah, kacke, Mann! Gibt's doch nicht! Toll! Ah, was für ein Dreck jetzt hier gerade. Ah, regt mich das gerade auf. Wir sind so rausgeflogen. Natürlich kein Favorit. Doch wir. Hätte nicht gedacht, dass wir so früh schon rausfliegen, ey. Ah, das gibt's nicht. Scheiße! Ach, Kacke! Na, gegen wen müssen die denn jetzt ran? Ah. Kacke, Mann! Ey, das ist gerade echt... Kacke! Ach, Scheiße! Naja, kann man nichts machen. Ja. Nee, ich will keine Verhandlungen ab. Oh, Alter, was wollen die denn alle Gerd Müller haben? Ganz ehrlich. Zu wenig. Verhandlung. Verhandlung unterbrechen. Ja. Warum habe ich das nicht? Oh, toll, jetzt haben wir sogar noch Fans verloren hier. Oh. Das finde ich ja jetzt mal gerade echt scheiße. Naja. Erwartete Einnahmen, da. Hm. Ja, so, Zidane, wie lange ist denn der... Oh, was ist mit dem hier? Achso, ich glaube, das heißt, dass er Kapitän ist. Sponsorenliste, gibt es ja eigentlich noch... Mann, so einen zweiten Sponsor würde uns... Der würde uns mal ganz gut tun. Ja. Jugendmannschaft. Aha. Nicht schlecht. Naja, den werde ich mal im Auge behalten hier. Espimas. Den werde ich im Auge behalten. Vielleicht kann der ja Finn ersetzen oder so. Mal gucken. Naja, dann sehen wir uns auch in der... Dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier bei Pro Evolution Soccer. Dann mit dem nächsten Ligaspiel. Und ich hoffe mal, das ist dann auch besser und wir verlieren nicht wieder. Mann, ärgerlich. Naja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.